back from the dead. Mittwoch, der 5. Juni 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Heute ein bisschen später, denn Adobe möchte ja nicht so ganz. Deswegen nehmen wir das Ganze doch nochmal auf. Also eSport Shop, neue Sachen, let's go. Also wir fangen mal an hier auf der linken Seite mit TSM. Sultan hat mich schon gefragt, wann das letzte Mal drin war, beziehungsweise wann es wieder reinkommt. Hier ist es auf jeden Fall. 300 Tokens kannst du dir jetzt gönnen. Richtig nice, feiere ich. Wer einen weißen Wagen machen möchte, passt das auf jeden Fall richtig nice. Dann kommen wir mal zu den ekligen Sachen, dass wir die schon mal weg haben. Zum einen hier von Mousebots den Banner. Also jetzt nicht Mousebots ist eklig, auch nicht Dignitas, aber die beiden Banner sind natürlich kacke. Ich feiere Banner nicht. 100 Tokens jeweils dafür, wenn ihr die euch gönnen möchtet, beziehungsweise die auch vielleicht sammelt als Banner oder so. Kann ja auch sein, es gibt ja Leute, die sammeln gerne Sachen. Dann hier auf jeden Fall eine Möglichkeit für euch. Cloud9 ist drin, weiterhin für Dominus. Das heißt also, hier könnt ihr euren blauen Wagen auf jeden Fall gestalten. Dominus-Fahrer gibt es ja eine Menge von euch da draußen. Nicht nur Octane. Octane ist zwar der beliebteste, aber ich glaube, Dominus kommt da knapp hinter. Passend zum Dominus gibt es natürlich auch von Ghost was ich absolut feiere. Ich muss sagen, Ghost, einer meiner Lieblings-Decals, auch für den Octane gegönnt. Matt schwarz mit so leichten weißen Akzenten natürlich hier mit dem Logo, was an den Seiten so ein bisschen aufglänzt. Sieht absolut nice aus. Passt auf jeden Fall in Verbindung zu allem. Das kann man eigentlich überall nehmen mit allen möglichen Reifenfarben. Schwarz passt eigentlich immer. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. 300 Tokens. Und das große Highlight von heute ist G2 mit roten Apex am Start. Beziehungsweise ist ein Standard-Apex. Aber dadurch, dass G2 ja die Farben hat, beziehungsweise weiß-schwarz mit roten Akzenten, sind die Apex hier rot geworden. Und ihr könnt schon sehen, die sehen richtig nice aus. Und anders, wie das auch bei den Bionics ist, beziehungsweise wie ich das immer so beanstande, das Logo ist zwar auch ein Tick nach vorne, aber nicht ganz so heftig. Wie gesagt, da passt nur eine Briefmarke irgendwie zwischen. Das ist nicht so heftig wie bei den Bionics. Da sieht es nämlich schon sehr, sehr auffällig aus und sehr schlecht gemacht, muss ich sagen. Einfach nur draufgeklatscht mit Abstand. Hier nicht. Und das Logo an sich hat auch nicht eine Standardform, sondern sieht auch ein bisschen anders aus. Das feiere ich nämlich auch. Deswegen, mein Highlight heute geht auf jeden Fall an G2 und die Apex. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop gebe ich heute eine 6 von 10, denn TSM ist nice, Cloud9 ist geil. G2 ist auch cool und von Ghost ist auch nice. Also richtig coole Sachen drin, außer die beiden Banner. Da gucken wir mal drüber weg, die beachten wir gar nicht. 6 von 10, könnt ihr gerne mal reinschauen, was eure Bewertung ist. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da und dann geht's morgen mit einer neuen Episode weiter. Also bis dahin, ciao, ciao.